Vollständiger Impfschutz. So steht es auch hier in meinem digitalen Impfpass. Vollständiger Impfschutz. Das bedeutete für mich bisher im Grunde Corona vorbei, alle Freiheiten. Aber das ist so nicht mehr, das stimmt so nicht mehr. Denn selbst wenn man beide Piekse hat, bedeutet das jetzt nicht mehr automatisch, dass man vollständigen Impfschutz hat. Das sagt er hier, das sagt Merkels Kanzleramtschef Helge Braun. Und das ist ein echter Impfhammer, dass er das sagt. Denn das bedeutet im Grunde, dass ich als vollständig Geimpfter bald wieder behandelt werden könnte wie ein Ungeimpfter. Und dabei war er es doch mit seiner Regierung, der immer wieder gesagt hat, das ist jetzt nur noch eine Corona-Pandemie der Ungeimpften. Mit diesen, mit seinen eigenen Worten werde ich ihn jetzt konfrontieren, hier bei Hart aber Weise. Corona ist weg, zumindest wenn Sie geimpft sind. Das war doch immer die Botschaft der Bundesregierung in den vergangenen Monaten. Hören wir noch mal rein. Wir bekommen die Gefahr einer Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften. Es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften hat die Bundesregierung also immer wieder in den vergangenen Monaten gesagt. Aber das war ein Irrtum, denn mittlerweile landen immer mehr Geimpfte in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen. Corona ist also wieder für alle da. Das ist jetzt auch wieder eine Pandemie der Geimpften. Darüber habe ich mit Helge Braun gesprochen, mit dem Kanzleramtschef. Das hat man so manchmal den Eindruck, weil man von Impfdurchbrüchen jetzt so viel hört. Aber es ist in der Tat weiter so, dass Impfen schützt enorm gut. Unsere Impfstoffe sind richtig gut. Mein individuelles Risiko, wenn ich doppelt geimpft bin, einen schweren Verlauf zu haben, sinkt um fast 90%. Aber Moment mal, wenn Corona jetzt immer mehr auch Geimpfte trifft, wenn mein doppelter Impfschutz bald möglicherweise abläuft und wenn man dann auch noch sieht, dass Geimpfte das Virus im Grunde genauso weitergeben können an andere wie Ungeimpfte, dann ergibt das doch mit 3G und 2G, also das Aussortieren von Ungeimpften, überhaupt keinen Sinn, oder? Sie müssen es so sehen. Wenn Sie drei Leute jeden Tag in Ihr Restaurant reinlassen, davon sind dann immer zwei geimpft und einer ungeimpft. So, und dann haben Sie jeden Tag das Risiko, wenn Sie nichts machen, dass einer davon alle infiziert. Wenn das nur Geimpfte sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer dabei ist, der andere infiziert, nur jeden fünften Tag gegeben. Aber Sie wissen, von keinem haben Sie Tests eingesammelt vorher. Das wäre doch die sichere Variante. Es ist doch der Ungeimpfte. Getestete, der ist doch in dem Moment viel sicherer als der Geimpfte Ungetestete. Und das ist genau falsch. Also der Geimpfte, der normal Geimpfte, zweifach Geimpfte, ist für mich als sozusagen potenziellen Infektionsempfänger weniger gefährlich als der nur einen Schnelltest gemacht hat. Besser oder ähnlich ist es, wenn ich einen PCR-Test mache, also einen Labortest, der natürlich sehr teuer ist. Und natürlich ist es die optimale Sicherheit, wenn ich den Geimpften noch zusätzlich teste. Und deshalb sozusagen müssen wir jetzt im Winter überlegen, wir sind durch den Herbst gut gekommen mit der 3G-Regelung, also geimpft, genesen oder getestet. Und jetzt, wo wir erkennbar merken, dass das im Winter trotzdem nicht nur zu hohen Infektionszahlen, sondern zu einer echten Belastung im Gesundheitswesen führt, muss man dann eben überlegen, macht man eine Regelung, wo man Labortests verlangt, macht man eine Regelung, wo Ungeimpfte nicht teilnehmen können. Und die sozusagen weitestgehende Variante ist natürlich, dass die Geimpften auch noch mal einen Test machen müssen. Also der Kanzleramtschef will weiter aussortieren, die Ungeimpften in Restaurants, in Fußballstadien zum Beispiel. Und jetzt kommt's, jetzt gibt's einen hochrangigen Mediziner, den Chef der Uniklinik Leipzig, nämlich Professor Josten. Und der sagt, es könnte jetzt demnächst auch dazu kommen, dass selbst in Krankenhäusern Ungeimpfte aussortiert werden. Nämlich zum Beispiel auf der Intensivstation, weil da immer mehr die Geimpften mit den Ungeimpften um die knappen Ressourcen kämpfen. Professor Josten, der sagt das. Geimpfte konkurrieren um Behandlungsplätze mit Nichtgeimpften. Das ist eine ethische Fragestellung, die ich so nicht beantworten kann, aber die relativ schnell aufs Tableau kommen kann, wenn wir an unser Ende unserer Ressourcen kommen. Es wird einen Kampf geben in den Krankenhäusern um die Ressourcen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Stimmt das? Wird das so kommen? Und dann entscheidet sich, ob man den Ungeimpften erstmal liegen lässt und erst den Geimpften behandelt? So, das ist ein Szenario. Das ist natürlich, wenn man nichts macht, nicht ausgeschlossen. Aber genau deshalb muss ich sagen, es kommt nicht in Frage. Eine solche Situation dürfen wir deutschlandweit unser Gesundheitswesen niemals bringen. Das ist ja ethisch überhaupt nicht zu vertreten. Und das ist ein sehr viel schwerwiegender Eingriff in unsere persönliche Freiheit,
und unsere körperliche Unversehrtheit als die Einschränkungen, über die wir ja reden, nämlich die Frage unseres Freizeitverhaltens und anderes. Und deshalb, um genau sowas zu vermeiden, müssen wir jetzt in der Politik darüber reden, welche zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen wir im Herbst haben. Aber das halten Sie nicht für ein absolutes Horrorszenario. Das ist schon richtig. Der Mann hat die Intensivstation gerade voll und die Normalstation auch mit vielen ungeimpften Corona-Patienten, aber auch eben mit vielen geimpften Corona-Patienten. Und er sagt, das wird zu so einer Konkurrenzsituation kommen. Und dann muss man ethische Entscheidungen treffen. Das heißt, eine Triage zu Lasten von Ungeimpften. Ich habe ja mit der Bild-Zeitung über die Frage von Horrorszenarien in den letzten Wochen auch immer schon sehr viel Kontakt gehabt. Weil Sie die immer in die Welt gesetzt haben, die Horrorszenarien. Sehen Sie, und jetzt ist der Unterschied zwischen Szenario und Prognose. Das ist ein Horrorszenario, was da geschildert ist. Und deshalb sage ich, das darf nicht eintreten. Triage also zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die einen, die Geimpften, werden noch behandelt und die anderen, die Ungeimpften, fallen hinten runter. Was für ein erschreckendes und abstoßendes Szenario. Was für eine schlimme Debatte, die Bundesregierung begonnen hat. Sie hat mit 2G und 3G für eine solche Debatte Tür und Tor geöffnet.